Hallo ihr Lieben, ich habe ein Heftchen zum Thema Bienen gebastelt. Wer Französisch kann, sieht es schon an der Titelseite. Es gibt das gleichnamige Buch von Maurice Maeterlinck, ein belgischer Nobelpreisträger. Und wenn man im Internet danach googelt, also nach dem französischen Titel, dann findet man die Seiten von Antiquaren und Auktionshäusern, wo eine sehr üppig gestaltete Ausgabe für viel Geld verkauft wird. Und wenn man Glück hat, findet man ein paar wirklich hochauflösende Fotos von den Illustrationen. Und daran habe ich mich ein wenig bedient. Ich kann euch nicht mehr sagen, wo genau ich das gefunden habe, aber wie gesagt, Google ist euer bester Freund. So, hier die erste Doppelseite. Auch das wieder aus dem Buch von Maeterlinck. Hier habe ich eine kleine Aufklappkarte gemacht. Ein paar verschiedene Netzfunde ausgedruckt, ausgeschnitten, aufgeklebt, mit Stempeln verziert. Hier ein kleiner Büroordnungskreis mit Blattgold. Ich musste hier die Deckenlampe anmachen, weil bei uns mal wieder ein sehr trüber Tag ist. So kommen auch die goldenen Verzierungen schöner zum Vorschein, hoffe ich. Aber manchmal gibt es hier auch ein bisschen Reflexe. Kann ich leider nicht ändern. Hier habe ich eine kleine Tasche gebastelt. Sorry für den Lärm im Hintergrund. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da veranstalten, aber sie tun es seit Stunden. Ein bisschen Siegelwachs mit einer Krone. Denn das hier ist die Bienenkönigin. Wer hätte eine Krone verdient, wenn nicht sie? Auch ein kleines Anhängerchen mit der Arbeiterbiene. Durchaus nicht weniger wichtig. Diese beiden Bildchen habe ich selber gemalt mit Wasserfarben. Der Rest ist ausgedruckt und nach Belieben zusammengestellt. Auch hier haben wir wieder ein Tischchen mit einem größeren Anhänger, eine Postkarte. Hier in der Mitte habe ich ein wunderschönes Foto von einer Bienenwabe gefunden, wo ich gar nicht so viel mitmachen wollte, weil das einfach so schon gut kommt. Hier habe ich noch einen kleinen Anhänger gebastelt. Druckvorlage ist von Graphics Fairy, verlinke ich euch unten. Hier eine selbstgemalte Hummel. Hummeln sind übrigens auch Bienen, Wildbienen. Von daher passt das ganz gut. Wenn ich mir die hier anschaue, ist die eindeutig auch eine Hummel. Hummeln sind einfach niedlicher als Honigbienen, weil sie so dick und plüschig sind. Deswegen sind sie ungemein beliebt. Auf dieser Doppelseite haben wir bunte, dicke Wildbienen. Wieder eine kleine Tasche. Platz war für einen weiteren Anhänger. Hier habe ich ein paar Bienenwaben aufgeklebt, mit goldenem Nagellack verziert sind. Und auch hier wieder eine Tasche mit Lesezeichen. Das hier gefällt mir ganz besonders gut. Einfach aus Papierresten zusammengeklebt, bestempelt. Nochmal ein kleiner Anhänger wieder mit Bienenwabe und Hummel.
Auch hier habe ich wieder ein bisschen mit Goldfarbe gespielt. Das war auch so mit die Motivation, dieses Heft überhaupt zu machen. Ich bin nicht unbedingt der allergrößte Freund von Honigbienen, aber die Idee, ein ganzes Heft mit schönen, goldenen, satten Farbtönen, Blumen, Sommer, das ist einfach im Dezember, Januar sehr, sehr verlockend. Die letzte Seite kommt dann ein bisschen erfrischender daher, ein bisschen blau und grüne Farbtöne. Auch das hier wieder eine Illustration aus dem Buch von Maeterlinck, Das Leben der Bienen. Nochmal ein Lesezeichen. Und ein kleines Anhängerchen. Davon kann man ja bekanntlich nie genug haben. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über Likes und Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.